Haben wir da irgendwie Muni oder sowas? Nick. Er hat was gehört, da ist eine Kamera. Damals hat es geheißen Exit. Ja, außerdem müssen wir ja nicht. Ja, Paco, ist wirklich nur schlimmer. Verdammt, irgendwas stimmt hier nicht. Komm raus, komm schon raus. Kollege, das ist dir vielleicht. Wer hat das Licht ausgeknipst? Oh, ausgeknipst. Vielleicht umdran. Kein schöner Gedanke. Hallöchen, Paco. Oh, nein, ein Räuber. Bitte, tun Sie Paco nicht weh. Nenn mir den Türcode. Die Tür ist kaputt und Paco kann sie nicht reparieren. Ich muss die Sicherheitsfirma anrufen, damit die sich das ansehen. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Vielleicht, wenn Sie eine Maus wären. Wollen Sie, dass Paco die Sicherheitsfirma für Sie anruft? Nein, danke. Schon gut. Ich werde mich selbst ein wenig umsehen. Wenn Sie wollen, dass ich jemanden anrufe, der Sie repariert, sagen Sie einfach Bescheid. Glaub, Paco, das dauert zu lang. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Da wird uns nämlich Lambert was erzählen, wir würden wieder den ganzen Tag irgendwie da erinnert verbringen. Aber da sind nur ein paar. Oder? Das ist ein Büro, oder? Das sollten wir uns ja näher anschauen, wenn wir reinkommen. Drei Stück sind da drin. Und wie kriegen wir die drei raus? Immer irgendwas. Diesmal bin ich mir aber sicher. Jetzt hören wir, glaube ich, zwei. Oh oh. Das ist vielleicht nicht so gut. Niemand hier. War wohl etwas übervorsichtig. Eben. Zu übervorsichtig. Jetzt geht er wieder rein. Hier führt irgendjemand etwas im Schilde. Das gefällt mir nicht. Kommt der nächste. Der Typ schaut wichtig aus. Vielleicht sollten wir uns mal mit dem unterhalten. Ja, scheint doch nicht wichtig zu sein. Hätte ja sein können. Das heißt, den müssen wir beseitigen. Vielleicht wissen ja die anderen was. Ach so, der Türschloss. 10. 193,4.
68, müsste das sein. Ja, die wissen leider nichts. Hintertüren. Korridor. Ja, aber wie komme ich denn jetzt da rein? Da gibt es ja nichts mehr. Was gibt es denn da hinten? Da ist einer. Da schon her. Da haben wir was. So, herin sind wir schon im Büro. Zugang ermöglichen. Das ist die Autorisierung des Schatzmeisters. Bitte, noch zwei übrig. Gut, das war das erste. Serkesi. Das ist genau das, was ich nicht sehen wollte. Serkesi? Ist das so eine Art Trockenfleisch? Er ist vermutlich der beste Informatiker der Welt. Er hat mit Bornhold am Projekt Watson gearbeitet. Man sagt, dass er ein klein wenig durchgedreht ist. Klingt, als hätte er das Zeug zum Kriminellen. So, und mehrere gibt's auch nicht, oder wie? Da haben wir Bücher. Da können wir wieder aussehen. Dann da die Song müssen wir wahrscheinlich da hinten weiter. Halt, Moment. Ja. Da geht nichts weiter. Ja, Moment. Wie kommen wir denn da hinten? Was gibt's jetzt da hinten? Da können wir wieder vier gehen. Jetzt sind wir wieder in der, ja, in dem Hauptraum. Ach, da geht's auf. Na ja, gehen wir da auf. Ich hoffe, da ist keiner. Ist da was? Da ist leider doch einer. Aber bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal oberschauen. Hört mich der? Das Geräusch klingt komisch. Ja, geh rüber, dann wird es noch ganz komischer.
Gott sei Dank, da ist nichts. Jetzt geht der tatsächlich nicht rüber. Ich will nach Hause. Das wird mir momentan am liebsten. Jetzt komme ich nicht auf, weil ich nicht weiß, wo der ist. Okay, zurück. Ich breche die jetzt auf. Was treibt der denn nochmal? Der randaliert. Ob das Pfeifen bedeutet, dass ich rüberkomme? Genau, jetzt hast du das erraten. Also nicht rüber, aber wenn man so ist. Klingt angenehm. Sag mal, der möchte uns doch verarschen. Was tue ich denn jetzt? Jetzt müssen wir mal. Moment, was haben wir denn alles sehen? Ringflächengeschoss und ein Taser. Zur Not hauen wir einfach mit dem Taser einen Haufen. Wenn ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Dumm ist er. Vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Da ist eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran, vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Ja, das haben wir beim unteren Wachposten auch schon bemerkt, den wir als erstes umgeräumt haben. Da sind nämlich die Laser weggegangen.